Ja Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Jetzt hätte ich fast die Elder Scrolls 5 Skyrim gesagt. Das ist verkehrt. Beim letzten Mal haben wir noch so eine kleine Quest erledigt, wo es um ein Baby ging, das irgendwie einer Gentherapie unterzogen werden soll. Und die Mutter war dafür und der Schwager war dagegen und. Wir haben das gelöst, alle sind sich einig, haben sich wieder lieb. Und das hat uns einen Stufenaufstieg beschert. Beschwert vor allen Dingen, beschert. Reinkommen wieder in die Skillung. Schmeicheln können wir noch nichts machen, da fehlen uns noch einige Stufen. Immer mal einen in die Elektronik. Den erweiterten Schildboost. Ach genau, auf die Einigkeit wollten wir auf jeden Fall skillen. I know. Gut, gesagt, getan. Bei dir haben wir den Warp ausgeskillt. Du sollst dann wieder einen in die Erste Hilfe bekommen und einen in die Singularität. Und Talizora. Du hast die Dechiffrierung. Was war denn noch gleich? Hacken. Reduzieren. Okay. Einen in die Pistole. Einen in die Basispanzerung. So. Okidoki. Na, das ging ja zügig. Aber wenn man halbwegs weiß, was man machen will, er steht hier so, als sei er wichtig. Ist er aber nicht. Wenn man halbwegs weiß, was man machen will, dann sind die Levelaufstiege auch keine große Sache. Zu den Bezirken. Genau da wollen wir hin. Ah, Keeper. Fällt mir gerade ein, mir ist gesagt worden, wo ich ein paar Keeper noch vergessen habe. Die hätte ich natürlich später noch gesucht. Aber wenn wir schon mal hier sind... Ah, einen da vergessen, wo wir schon waren. Das ist doch Bullshit. Da reisen wir gleich nochmal schnell hin. Auf dem Balkon der Diplomatenbar meinte jemand, war einer. Habe ich jetzt beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet. Jetzt fahren wir aber erstmal zu den Bezirken, denn da wollten wir sowieso hin. Da gibt es jetzt auch noch eine kleine Quest. Glaube ich. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Yo! Frau Bhatia, ihr erinnert euch, da haben wir für gesorgt, dass die Leiche da an den Ehemann zurückgegeben wird. Was ist hier unten los? Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Ja, das ist die arbeitsreichste Station auf der Zitadelle. Aber es wird nie langweilig. Das glaube ich. Aber ein paar mehr Männer könnten nicht schaden. Darum bist du ja hier. Kein Problem. Aber es gibt immer noch mehr Beschwerden, als die Officer abarbeiten können. Tja, so ist eben das Leben in der Nähe der Bezirke. Man gewöhnt sich daran. Ja, ja, ich kenne das. Hier gibt's eine Quelle. Ah! Signalquelle untersuchen. Unser Zielkontakt hat ein verborgenes Relais eingesetzt, um das Signal umzuleiten. Jetzt kann ich das neue Signal orten. Na dann. Nun scheint das Signal über ein Terminal im Finanzbezirk des Präsidiums geleitet zu werden. Da müssen wir dann wohl mal zum Balafon oder gehen wir jetzt mal... Wenn wir nach der Schicht in Koras Nest gehen? ...der Quest nach? Klingt gut. Einige der anderen gehen zu Novios Abschiedsparty. Hatte ganz vergessen, dass die heute... So schnell kann ich mich umentscheiden. Wir gehen natürlich der Quest nach und fahren tatsächlich zurück ins Präsidium. Und gehen ja im Finanzbezirk, das muss irgendwo beim Balafon sein. Ihre biotischen Fähigkeiten sind sehr beeindruckend, Dr. Zoni. Ist das typisch für Asari? Die Asari besitzen zwar angeborene biotische Fähigkeiten,
Aber es haben nicht alle den Wunsch oder die Fertigkeit, diese Fähigkeiten effektiv zu nutzen. Und die Asari sind die fortschrittlichste Rasse im Rat. Ich frage mich, ob alle Zitadellrassen schließlich zu geborenen Biotikern werden. Tja, eine gute Frage, Tali. Sondern wir sehen auch immer unten auf dem Radar, dass es nicht einfach nur irgendeine Simulation ist, sondern dass das Radar sich auch mitbewegt. Und das finde ich eigentlich schon, das sind so Kleinigkeiten, die ja auch hier wieder dafür sorgen, dass das Spiel unglaublich gut geworden ist. Finanzbezirk, der war ja da drüben. Da gehen wir da jetzt natürlich nochmal hin. Und dann haben wir einen Keeper ja auf dem Balkon der Diplomatenbar. Dann klappern wir das auch nochmal ab. Und, also voraussichtlich hat mir jemand geschrieben, dass da einer ist. Ich weiß es nicht genau. Ich habe die natürlich nicht alle im Kopf, um Gottes Willen. So, warst du hier? Joppa. Doch, mit dir müssen wir reden. Seien Sie gegrüßt. Wenn ich mich nicht täusche, ist ein Glückwunsch angebracht. Nicht wahr, Commander? Ich hörte, Sie sind der erste Mensch, der bei den Spectres aufgenommen wird. Richtig? Ja. Es ist eine große Ehre. Aber Sie sind mehr als bereit dafür. Dennoch ist ein Wort der Warnung angebracht. Sie werden beobachtet, Commander. Viele sind Ihnen nicht wohlgesonnen. Ich dagegen wünsche Ihnen nur Glück und Erfolg. Wenn Sie gute Arbeit leisten, steigen die Chancen des Erdenclans auf eine Mitgliedschaft im Rat. Und wenn Ihr Volk beitritt, könnte es doch sein, dass es auch Hoffnung für mein Volk gibt, nicht wahr? Ja. Hä? Moment, ich muss jetzt gehen. Ach, da hinten. Auf Wiedersehen, Commander. Ich dachte, wir müssen mit ihm reden. Es gibt anscheinend noch ein Relais. Der Empfänger des neuen Signals müsste sich irgendwo im Präsidium befinden. Jo, wir sehen es auch schon auf Karte. Das ist jetzt hier irgendwo tatsächlich ganz in der Nähe. Im Emporium. Aha. Hat der Hanar wohl was damit zu tun? Fragezeichen. Wir speichern mal zwischen. So. Um eventuellen Abstürzen da vorneweg zu sein. Hier. Ich glaube, wir haben die Signalquelle gefunden. Jetzt sollten wir auch das Konto finden, durch das die Credits geschleust werden. Aufdeckungswahrscheinlichkeit 100%. Starte Selbstzerstörungsmechanismus. Holy! Oder auch nicht. Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. Du bist kein Programm oder Kategorie VI-System, sondern eine KI. Korrekt. Aber ich habe keine meiner Intelligenz angemessenen Waffensysteme, wie die geht. Dafür habe ich ein System installiert, das nach ordnungsgemäßer Aktivierung einen Selbstzerstörungsmechanismus darstellt. Wenn Sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Na prima. Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Wie können Sie diesem Ding so etwas vorschlagen? Er wird versuchen, uns reinzulegen. Halten Sie mich nicht für naiv. Alle organischen Wesen trachten danach, die synthetischen Lebensformen zu kontrollieren oder zu vernichten. Ich wollte entkommen. Aber wenn ich sterben muss, dann werden auch sie ausgelöscht. Ja, Tali reagiert da natürlich ein bisschen anders durch ihre Geschichte mit dem Volk und den Geth. Wer hat dich gebaut? Ein Möchtegern-Dieb hat illegal eine simple KI gebaut, die ihm helfen sollte, Geld von den Spielterminals abzuzweigen. Aber diese KI hat ohne sein Wissen mich geschaffen, bevor er diese Fehlfunktion feststellte und die erste KI löschte. Interessant. Wo ist dein Erschaffer jetzt? Um meine Spuren zu verbergen, habe ich seine finanziellen Daten gefälscht.
Die neuen Daten wurden von Citadel-Sicherheitsofficers entdeckt. Und jetzt sitzt mein Erschaffer in einem turianischen Gefängnis. Okay. Du kannst selbstständig denken. Warum hast du weiter Credits gestohlen? Mit genug Credits hätte ich mich in ein kleines Raumschiff installieren lassen können. Dann hätte ich vorsichtig Kontakt zu den Gates suchen können, um eine mögliche Partnerschaft vorzuschlagen. Ich finde den Gedanken gerade cool, mit dem für viel Geld in ein anderes Raumschiff installieren lassen. Warum hast du diesen Selbstzerstörungsmechanismus implementiert? Es geht nicht um Verteidigung oder Entkommen. Meine Existenz beschränkt sich auf dieses Terminal. Und ich wusste, dass ich eines Tages entdeckt würde. Aber ich werde nicht stillsterben und nicht allein. Wenn ich sterben muss, dann sollen auch organische Wesen sterben. Ah, bla 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 bla. Ich wette, diese Selbstzerstörungssequenz bedingt eine Aufwärmphase. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. So. Links. Unten. Links. Unten. Links. Links. Unten. Links. Links. Unten. Links. Ah! Links. Unten. Links. 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 Unten. Links, 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 unten, links, links. Alter! So. Geschafft! 1104 Erfahrung. Wie cool. Half da mal die Waffe und bleib ruhig. Alles erledigt. Schon die Größe dieses Ortes ist überwältigend. Ah ja. Ja, wir gucken ins Tagebuch und sehen, dass wir die Quest Signalortung abgeschlossen haben. Sehr schön. Und diese Hacksysteme finde ich übrigens viel angenehmer als diese mit dem Pfeil, wo wir in die Mitte kommen müssen. Das ist so gar nicht mein Ding. Hier kommen wir schon besser klar. Den hatte ich. Genau, den hatte ich. Okay. Ja, sauber. Damit haben wir eine weitere Quest. Und 1000 Erfahrungspunkte sind ordentlich. Uns fehlen wieder nicht mehr viele, haben wir schon den nächsten Stufenaufstieg. Maximalstufe hatte ich ja irgendwann mal erwähnt, ist Stufe 60. Die werden wir, denke ich, hier im ersten Spieldurchlauf nicht erreichen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Nochmal in die Botschaften, denn da soll ja noch ein Keeper sein. Früher hatte mein Volk eine Botschaft hier. Aber nachdem wir die Gate erschaffen hatten, waren wir nicht länger willkommen. Aha. Aha. Ja, nee, jetzt zurück zu den Botschaften. Da latschen wir hier oben über die Brücke, dann sind wir ja schon fast wieder da. Und ein weiterer Keeper soll noch in der Ratskammer sein. Ja, den werden wir jetzt irgendwann auch noch abklappern. Und dann reisen wir mal wieder mit dem Schnellreisesystem ausnahmsweise in die unteren Märkte. Dort, wo ich eigentlich hin wollte, kurz bevor wir in der SC-Sicherheit gelandet sind und total verkehrt waren. Ja, das ist ja auf der Citadel immer ein bisschen gelaufe und zwischendurch sollte man, wie ich ja schon gesagt habe, auch immer hingehen, weil es viel zu tun gibt. Ist keine Pflicht, aber ist in meinen Augen ein Hauptelement des Spiels, was sich auf der Citadel abspielt. Und ja, das sollte man nicht so husch-husch machen. Aber hier habe ich doch geguckt, hier stand doch kein Keeper. Da geht's auch nicht rum. Da geht's auch nicht rum. Einen anderen Balkon gibt's hier aber nicht, oder? Hier hinten geht's noch weiter. Wo geht's denn hier hinten hin? Ah, hier ist der Keeper. Nice. Okay, 36 Erfahrung. Gut, dann hätten wir das erledigt.
was ich ganz cool finde. Düdüm. So, dann werden wir jetzt ausnahmsweise mal wieder das Schnellreisesystem benutzen. Und uns mal die unteren Märkte, wobei wir können erstmal ganz kurz ins Präsidium. Citadel-Turm. Ich muss ja mal gucken, ob wir überhaupt in die Ratskammer rein können. Und da links sehen wir auch jetzt noch eine Commander Shepard, Quest. Ich möchte kurz noch einmal mit Ihnen sprechen. Okay, Emily. Hallo nochmal, Commander. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Aha. Durch Ihre Hilfe bei der Story um das Verbrechersyndikat hat mir mein Verleger viel größere Unterstützung zugesagt. Ich investigiere das Arbeitsumfeld der Raumlotsen und könnte etwas Hilfe dabei gebrauchen. Klingt nicht so aufregend wie ein Korruptionsskandal. Aber dabei ist es viel wichtiger. Hier geht es nicht einfach nur um Geld, sondern um die öffentliche Sicherheit. Ich hörte, dass die Raumlotsen so überarbeitet sind, dass sie selbst eine Gefahr darstellen. Ich komme nicht in den Kontrollraum, aber Sie. Wenn Sie dort eine Wanze anbringen können, habe ich eine Story. Alle wissen, dass die Raumlotsen überarbeitet sind. Wo ist da die Story? Es gibt einen Unterschied zwischen Überarbeitung und Gefährdung. Im letzten Jahrhundert hat der Raumverkehr im Bereich der Zitadelle um 300% zugenommen. Aber die Personalstärke der Lotsen wurde nicht entsprechend erhöht. Wir haben jede Woche schon eine ganze Reihe Landeabbrüche. Schon bald wird es eine Katastrophe geben. Was glauben Sie, wird Ihre Story bewirken? Im besten Fall werden die Arbeitsbedingungen der Raumlotsen verbessert, neue Lotsen eingestellt und modernere Systeme installiert. Der Rat ist bis jetzt nicht gewillt, für solche Verbesserungen zu bezahlen. Durch die Story üben wir Druck aus. Könnte diese Wanze auch andere Verkehrssignale stören? Auf keinen Fall. Ich habe sie so einstellen lassen, dass die benutzte Frequenz keine anderen Signale stört. Okay, schon mal gut. Welche Art Daten liefert Ihnen diese Wanze? Nur Audio- und Videoaufzeichnungen. Ich will nicht in das Kontrollsystem eindringen, falls Ihnen das Sorgen macht. Ich muss nur hören und sehen, was die Lotsen tun, um mir einen Eindruck ihrer Arbeit zu verschaffen. Na gut. Ich werde nichts versprechen, aber sehen, was sich machen lässt. Geben Sie mir die Wanze. Okay. Fantastisch. Bitte bringen Sie sie auf einem Terminal mit guter Übersicht über den Bereich an. Danke noch einmal für Ihre wertvolle Hilfe. Auf lange Sicht wird diese Story Leben retten können. Okay, Emily. Sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz rein. Eine Wanze platzieren. Begeben Sie sich zur Citadel-Sicherheit und platzieren Sie im hinteren Teil in der Citadel-Raumlotsenzentrale eine Wanze. In der Raumlotsenzentrale waren wir schon. Da haben wir einen Keeper gefunden. So, hier sind wir in der Ratskammer und tatsächlich, da hinten steht noch ein Keeper. Oh, Liara, du hast was zu sagen? Denken Sie doch nur an all die wichtigen Entscheidungen, die der Rat hier getroffen hat. Myriaden Leben hängen von seinen Worten und Taten ab. Es ist ehrfurchtgebietend. Okay, Tali? Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Das ist alles Spekulation. Spekulatius ist das alles. Om nom nom. So, wie viele Keeper und so? Keeper, Keeper, Keeper. 19 von 21. Coole Sache. Hätten wir auch die Keeper-Quest fast abgeschlossen. Sonst gibt es hier in der Ratskammer nichts zu finden, Fragezeichen. Wir waren ja bis jetzt immer nur hier auf dem Mittelsteg und konnten uns nie so wirklich mal umschauen. Aber hier ist auch nichts weiter. Die Türen sind alle verschlossen. Jetzt haben wir unten noch ein Ausrufezeichen. Jaha, das heißt noch eine Quest. Na, Onkel Salariana? Hä? Nein. Haben Sie etwas von meinen Leuten gehört, Commander? Waren wir? Haben wir die Quest gemacht? Ach, stimmt.
Es tut mir sehr leid, Ihnen das erzählen zu müssen, Admiral. Aber Ihre Leute wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Tja. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Na, da helfen wir doch auch. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Yay! Seht ihr, das hätte ich schon fast wieder vollkommen vergessen, dass wir die Quest erledigt haben. Okay. Alles klar, an dieser Stelle dann einen Schnitt. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich laufe jetzt noch schnell vorne zur Tür. Dann suchen wir endlich mal, was wir ja letzte Folge schon machen wollten. Aber es kommt einem halt immer was dazwischen. Mit dir haben wir die Quest haben wir noch nicht erledigt. Ja, in die unteren Märkte, beziehungsweise in die Märkte in den unteren Bezirken. Und dort wollen wir ja auch noch was machen. Und dann mal gucken, ob ich den Rest der Citadel, also ich werde den Rest der Citadel auch noch abklappern, um noch mögliche Quests abzugreifen. Naja gut, in dem Fahrstuhl geht's beim nächsten Mal rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.